Was sagen Sie zu der Ausstellung? Gefällt es Ihnen? Die ist beeindruckend. Man sieht nochmal die Flüchtlingsschicksale und insoweit erzählen die Gesichter eben Schicksale. Und das ist schon beeindruckend. Gibt es ein Bild, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Es sind die Bilder der alten Menschen vor allen Dingen. Also wenn ich das auch da hinten sehe, das in der Mitte, das untere Bild, wo eine ältere Frau geschildert wird. Denn gerade in den Gesichtern der älteren Menschen haben sich diese Schicksale doch sehr tief eingegraben. Warum ist es wichtig, dass so eine Ausstellung heute hier gemacht wird? Ja, ich glaube, dass dieser Bergkarabach-Konflikt ein sogenannter vergessener oder frozen Konflikt ist. Und er kann jederzeit wieder aufbrechen, aber auch wegen der humanitären Aspekte. Es ist wichtig, daran zu erinnern, das ist ein ungelöstes Problem am Rande Europas. Und ich glaube, wir alle müssen uns sehr viel stärker darum kümmern, dass auch dieses Problem einer Lösung zugeführt wird. Und da muss man weiter optimistisch bleiben. Es gibt ja viele Gespräche, es gibt Verhandlungen, aber bisher ist noch kein Durchbruch erzielt worden. Aber ich glaube, das Bewusstsein, dass dies ein Konflikt ist, den man lösen muss, der wird durch solche Ausstellungen eben wachgehalten. Herzlichen Dank. Was findest du an den Bildern, die hier gezeigt werden, besonders beeindruckend? Also ich schätze die Arbeit von Phil Rathmer sowieso sehr, weil er schon mal eine Ausstellung gemacht hat für Hear the World. Da ging es um gehörlose Kinder in Kenia. Jetzt hat er es wieder geschafft, wie ich finde, die Persönlichkeit herauszuschälen durch den sehr dunklen Hintergrund, wo er der Rest wegsäuft und man dadurch so einen klaren Blick hat auf das Gesicht und auf den Ausdruck der Augen. Und ich finde, Philipp macht das wahnsinnig toll. Ich bin ganz beeindruckt. Ich glaube, es ist generell wichtig, auf Missstände hinzuweisen. Und es ist immer wieder leichter, mit einem ästhetischen Beweggrund daran zu gehen. Insofern fällt es den Leuten einfach leichter, auch dann darüber zu sprechen und sich das anzuschauen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben halt einen ästhetischen Zugang dazu. Und das wird mit dieser Fotokunst, finde ich, geschaffen. Also über Aserbaidschan habe ich zwar schon mal was gelesen. Ich werde auch oft eingeladen von der aserbaidschanischen Botschaft. Allerdings muss ich sagen, dass ich nicht so viel Hintergrundwissen hatte. Also ich habe mich durch die Ausstellung ein wenig darüber erkundigt, weil ich auch mit Hardenberg Concept sehr eng zusammenarbeite immer wieder. Und bin wahnsinnig erstaunt, dass es das immer noch gibt. Und das ist halt vor allen Dingen von der Prozentzahl, dass eben jeder neunte Flüchtling ist in diesem Land. Das ist schon, da muss ich sagen, bin ich überrascht. Dankeschön. Wusstest du vorher was über diesen Konflikt da, Aserbaidschan, Armenien? Ist dir das erst durch diese Ausstellung hier bewusst geworden? Nö, also ich bin ja schon etwas älter, ne? Und der Konflikt ist auch schon etwas älter. Aber ich war da nicht, sag mal, en detail informiert und habe jetzt noch ein bisschen nachgelesen, wobei es mir sehr schwer fällt, den Namen des Konflikts überhaupt zu merken, ehrlich gesagt. Jetzt von den Bildern, welches hatte ich besonders beeindruckt oder? Du erwischst mich hier gerade irgendwie nach 2 Minuten. Ich bin ja gerade reingekommen. Ja. Und kann ich auch noch nicht sagen. Also du meinst jetzt, welche einzelne Person, weil es sind ja im Prinzip Porträts. The aim of TEAS is to promote Azerbaijan in Europe as well as in Germany, to promote the culture, history and the current situation of refugees in Azerbaijan. And promote and raise awareness of their situation and about generally about the Armenian-Azerbaijani conflict about on Nagorno-Karabakh. Haben Sie vorher etwas über diesen Konflikt, über diese Flüchtlinge in dieser Region gewusst oder wissen Sie das erst seit heute Abend, seit dieser Ausstellung? Nein, ich wusste es wirklich schon eher, aber ich wusste es deswegen, weil ich über das Projekt informiert war und auch den Fotografen von einem anderen Projekt her kenne. Ja, deswegen, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht präsent gehabt. Überhaupt Aserbaidschan. Also ich weiß nicht, wie viel Sie über Aserbaidschan wissen. Ich war jetzt nicht so in dieser Thematik drin. Sie wissen jetzt ein bisschen mehr über diese Geschichte der Flüchtlinge. Warum ist das wichtig, dass das an die Öffentlichkeit getragen wird? Was ist das Wichtige daran? Ach, das ist so eine prinzipielle Frage. Wir müssen auch wissen, wie es den Kurden in der Türkei geht. Ich finde schon überall, wo es Problemherde gibt, wo es Menschengruppen gibt, die einfach in Misery sind. Das muss die Welt wissen. Und dafür haben wir jetzt auch die Medien, dass es eben bekannt werden kann. Also ich finde, das mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen, oder? Von dem, was Sie heute Abend gesehen haben, welches Bild hat Sie am meisten beeindruckt? Ich bin gerade dabei durchzulaufen. Wir sind wirklich nur bis hierher gekommen. Ich kann es noch nicht sagen, weil ich jetzt erst mal durchlaufe. Wie findest du die Ausstellung? Da waren wir stehen geblieben. Man kriegt einen Einblick in die Bevölkerung, würde ich mal sagen, ja. Eine Menge unterschiedlicher, ganz schöner Porträts. Alle sehr wache Augen. Hat dich das jetzt dem näher gebracht, dem Konflikt?
wie soll mich das dem, der jetzt näher bringen? Also, das ist ja kaum möglich, oder? Dadurch, dass du jetzt die Menschen gesehen hast. Wie soll das denn schon passieren? Das ist schwierig, wer das behauptet, der würde ja nochmal lügen. Wie kommen deine Bilder hier so an? Also die Resonanz bis jetzt ist eigentlich ziemlich gut. Ich finde, wenn man die Leute mal so von der Ferne betrachtet, ohne dass sie das mitkriegen, glaube ich auch, dass die schon betroffen sind und auch intensiv halt sich die Bilder angucken. Und das finde ich eigentlich gut, weil es scheint was in den Leuten zu bewegen. Und das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt. Hast du in irgendwelchen Gesprächen vielleicht jetzt mitbekommen, dass die Leute das mehr bewegt, dass sie dich gefragt haben, wie sieht es da eigentlich aus? Ja, sie finden es unglaublich bewegend. Jeder stellt mir die Frage, wie sieht es da aus, was ist da eigentlich passiert, weil keiner halt diesen Konflikt auf dem Zettel hat irgendwie, so wie ich auch nicht. Und allein das ist ja schon ein guter Grund, dass die Leute sich da einfach mit auseinandersetzen. Ich hoffe halt auch, wenn es Leute noch vielleicht im Fernsehen sehen oder in der Presse lesen, dass sie sich einfach damit auseinandersetzen, weil das ist ja eigentlich das Ziel, was man hiermit erreichen will. Was wäre für dich ein Erfolg dieses ganzen Projektes? Naja, also der Erfolg wäre natürlich zu groß gesponnen, wenn man sagen würde, irgendwann wird dieser Konflikt friedlich gelöst. Und zwar deswegen, weil wir mit der Ausstellung ja noch touren wollen. Wir wollen ja noch in London, Baku, Paris, Brüssel die Sachen zeigen. Und dass vielleicht irgendwelche Politiker das sehen und sich vielleicht mal hinsetzen und sagen, lass uns an den grünen Tisch setzen und wir lösen den Konflikt irgendwie. Aber keine Ahnung, ich bin kein Politiker, deswegen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber das wäre natürlich ein Wahnsinnserfolg. Und für mich ist es aber schon ein Erfolg, wenn Leute darauf aufmerksam gemacht werden und sich einfach drüber unterhalten. Und vor allem fände ich es auch wichtig, wenn die Ausstellung in Baku ist, dass die Leute, die ich fotografiert habe, dass die auch die Bilder zu sehen bekommen. Also da muss ich unbedingt für sorgen irgendwie, weil ich das eigentlich wichtig finde, dass die auch mal sehen, was ich überhaupt aus dem gemacht habe. Also wie ich die fotografiert habe, wer weiß, wie die das selber empfinden. Und das würde mich auch sehr interessieren. Können die dein eigenes Fazit? Ist es positiv gelaufen? Ist es gut gelaufen? Doch, es ist sehr positiv gelaufen. Ich hoffe einfach, dass jetzt die nächsten Tage, wenn die Ausstellung hier hängt, dass halt auch viele Leute vorbeikommen. Also das ist halt die Frage. So, wie viele Leute sehen das wirklich, außer denen, die es jetzt heute Abend gesehen haben? Ich hoffe natürlich, dass viele das auch weitererzählen nochmal in Berlin und dass dadurch vielleicht auch viele Leute einfach kommen.